Willkommen zurück zu Dolmen, liebe Zockerfreunde. Das letzte Mal haben wir den ersten Boss getötet, Dementula. Der war ja ganz einfach eigentlich für den Anfang. Und haben unsere Ausrüstung noch verbessert. Wir haben uns ein Zweihandschwert gemacht, das wir wieder nicht haben, weil ich wieder nicht gespeichert habe. Dann gehen wir das machen und ja, aufgelevelt haben wir auch wieder nicht. Also haben wir schon, aber wieder nicht gespeichert. Also ich auf jeden Fall. So, wir haben das Flammenschwert haben wir hergestellt. Und ich würde sagen, dabei bleibt es auch. So, dann haben wir auf jeden Fall etwas für genau das hier. Für das Angriffstempo. Das hier für den Schaden. Und das hier auch für den Schaden. So. Ja, den Helm, Brust müssen wir auch noch herstellen. Wir hatten den Helm. Nehmen wir einfach das. Dann hatten wir die Brust. Und dann hatten wir von dem Bohrer. Nein, wir hatten vom Bohrer die Brust. Verdammt. Wir hatten vom Bohrer die Brust. Vom Bohrer die Brust und die Hose. So, dann brauchen wir auf jeden Fall 2 Punkte Vitalität und 2 Punkte Robustheit, damit wir diese Sachen anlegen können. Zack, zack. Und dann Stärke. Wir nehmen einen Punkt Wissenschaft mit. So, dann kleiden wir uns wieder ein. Die Beine. Die Brust vom Bohrer war es ebenfalls. Und der Helm. Hier vorne. So, jetzt schauen wir noch einmal rein. Technologien, korrekt. Wir haben unseren Lebensentzug. Hier. Nahkampfangriffe stellen geringfügig deine Lebenspunkte wieder her und hier Verteidigung. So. Dann geht es hier lang. So, hier war der Boss. Dann müssen wir hier lang. So, wir versuchen jetzt direkt mal das. Ah, hier geht es gar nicht lang. Das Schwert. Ah, genau, wir haben ja die, die Netze können, sind ja jetzt geöffnet. Waren glaube ich 2 Netze, eins war am Anfang an so einem Teleporter, aber auch noch ein Item.
Da gehen wir zuerst hin. Ah, falscher Knopf. Ja, Schaden macht das Ding dicke. Komm, komm. Okay, die neue Ausrüstung macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Wir halten definitiv deutlich mehr aus schon. Und die Waffe haut richtig rein. Ah, schöner Rundumschlag. Ah, da ist noch eine Tür, die war ja noch verschlossen. Ich hab dich nicht vergessen, Kollege. Aber wir gehen zuerst zurück zu dem Netz. Meine, es war hier irgendwo gewesen. Nein, da nicht. Na, hier war der Anfang. Nein. Moment, wir können doch teleporten. Teleport! Wir können nicht zu diesem Leuchtfeuer. Ah. Da ist oben gewesen. Ja, so macht das Spiel schon mehr Spaß. So, jetzt gehen wir wieder dieses Netz suchen. Das kann ja dann nur noch da oben irgendwo gewesen sein. Mit an dem Leuchtfeuer. Ja, dann halt nicht.
Ja, genau, da vorne links war es. Das Leuchtfeuer und da war auch ein Netz. Was wir dann jetzt durchtrennen können. Sehr schön. Ihr seht nicht gut aus, Jungs. Achso, Ich glaube, ich laufe noch einmal schnell zurück und versuche, ob... War das? Und versuche, ob die andere Tür aufgeht. Unten. Ja, wir gehen zuerst runter. Wir gehen zuerst runter, noch gucken. Das möchte ich jetzt noch schnell versuchen, ob die Tür jetzt auch aufgeht. Da können wir uns ja direkt hin teleportieren. Da sind wir ja sehr schnell. So, Teleport. Und zwar war das von hier aus. Da, genau. Machen wir erst den Kollegen da oben weg. Kollege, was ist? Der Lebensentzug ist ziemlich gering, glaube ich. Aber egal. Komm! Scheiße. Tür ist verschlossen. Okay, laufen wir hoch. Was ist das für ein Item? Ist jedes Mal da, das ist eine Batterie. Okay. Ah, wir können ja jetzt so 5 Batterien aufnehmen.
So, da oben war so ein Schneller. Bei dem müssen wir aufpassen. Dem hatten wir ja schon einmal das Vergnügen. Und der war sehr nervig. Ah, jetzt kommt er auch noch hier mit Fernangriffen. Aber gegen den Zweihänder ist der chancenlos. So, da hinten läuft noch was. Ist das Rote? Ist das ein Schutzschild gegen physische Angriffe oder was? Oh, da ist noch einer. Oh, da hinten sind noch mehrere. Noch eins, zwei. Noch hinten. Hm. Wir finden hier eine Batterie. Wenden wir mal noch eine. Okay, der hat uns noch nicht gesehen. Schauen wir uns erstmal hier aus. Sieht doch einladend aus. Ah, da krabbelt was. Oh, zwei sogar. Ah, der eine kommt, komm. Da sind ja noch zwei. Ah, verdammt. Seltene kryogenische Teile. Okay. Sonst gibt es hier nichts. Kann man die Tür öffnen? Ah, ein Leuchtfeuer. The technology is similar, but with much higher levels. Beware, there are still power surges in the area. Are these things Nicoderma? We are not sure. Before any invasion force, you would send drones and marines to recognize the terrain. Makes sense. Ah, hier scheint auch ein Boss zu sein. Oder zu kommen. Irgendwann, wenn man die Tür aufbekommt. Hier ist nämlich noch alles verschlossen. Eine ist entriegelt. So Leute, ja, das Spiel ist aus irgendeinem Grund gecrasht. Und das, obwohl wir diesen Spießrutenlauf hier vorne fast fertig hatten. Deshalb jetzt wieder von vorne. Etwas ärgerlich. Ah, da oben ist einer. So, dann hoffe ich mal, dass dieses Spiel jetzt nicht wieder crasht. Da ist ja der Kollege. Komm runter.
vorne liegen ja noch meine Sachen. Wo ist er denn? Hat er den Weg nicht reingefunden? So, holen wir die anderen noch runter. So, gut. Dann laufen wir da vorne hin. Oh, aber ich dachte schon, es würde wieder crashen. Weil da vorne ist es gecrashed. Hier vorne an dieser Stelle irgendwo. Okay, sieht gut aus. Sieht gut aus. So, was machen wir? Oben ist sauber. Würde ich sagen, springen wir hier herunter. Schauen wir uns erst hier um. Hier ist irgendwo ein Leuchtfeuer. Wow. Wir füllen die Energie mal auf. Man weiß ja nie, was uns hier erwartet. So. Ah, Feuer fügt Schaden zu. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Oh, kommen wir schon in das nächste, in den nächsten Bereich. Ah, das ist, glaube ich, das Netz, das ich vermisst habe. Genau, da waren wir ja schon. Das ist eine Abkürzung. Mal hier reinschauen.
Ja, unter uns ist einer, ja. Genau, da sind wir hier hoch. Nein, von da sind wir gekommen, genau, von hier. Okay. Also wir haben jetzt hier eine Abkürzung freigeschaltet. Ich hoffe, dass jetzt nicht wieder alle Gegner wiederbelebt worden sind, nur weil wir den Bereich gewechselt haben. Nein. Höhlenzugang. Wir haben ja den Bereich gesäubert. Ist ein Leuchtfeuer. Hier hinter irgendwo. Gibt es hier versteckte Wände? Also Scheinwände. So, wir hätten da oben können noch reinlaufen. Moment. Okay, hier ist nur das Leuchtfeuer. Teleport. Ah, sehr schön. Wir können uns überall hin teleportieren. Dann teleportieren wir uns jetzt zum Schiff und leveln erstmal auf. Und was wir herstellen können. Bohrer Brustpanzer Stufe 2. Da fehlen 2 Punkte Vitalität. Ah, Moment. Auf was skaliert die Waffe? Das Großschwert. Skalierung, oh, skaliert nur auf Stärke. Die Axt skaliert auf nichts. Wissenschaft und Geschicklichkeit. Okay. Wir stellen uns mal noch eine. Oder sollen wir uns ein Schwert herstellen? 135 fehlt ein Punkt Wissenschaft. Stärke und Geschicklichkeit haben wir. Nehmen wir einfach diese Sworn-Axt.
Einmal, verdammt. So, dann rüsten wir die direkt aus. Bohrer Rüstungsstufe 2. Gut. Haben wir die jetzt auch ausgerüstet automatisch? Nein, haben wir nicht. Alles klar, weiter geht's. Teleport und zwar zum Bohrerzentrum. Da haben wir eine Tür geöffnet. Was ist das? Das bewegt sich. Oh, was bist denn du? Komm mal da runter. Okay, für den ersten Versuch nicht schlecht. Komm da runter. Seine normalen Angriffe, die machen so gut wie keinen Schaden, aber diese eine Attacke direkt One-Hit. Nicht aufgepasst.
Komm, 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 komm. Oh weh, komm, komm. So, der war echt nervig. Was ist das hier? Ah, das zieht mir Energie. Oh. Das entzieht mir meine Energie, okay. Eine weitere Tür entriegelt. Das scheint schon die Tür zum Boss zu sein. Och nö, oder? Antiker Soldat. Oh, weg, 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 weg. Falsche Seite. Oh, 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 oh. Scheiße! Gleich aus, weg! Nein! Weg! Oh, verdammt.
Okay, Kollege, komm. Wo bist du? Komm. Das war knapp. Scheiße. Weich doch aus, Mann. Komm, weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Verdammt, geh doch weg. Dieser scheiß Frost, Oh! Den kann man ja da in die Dinger locken, das wirkt sogar. Okay. Komm mal her. Jawohl. Komm, komm, komm. Scheiße, komm schon, komm schon. Geh weg, geh weg. Geht doch. Also immer schön in diese scheiß Kugeln locken. Was ist? 0 Punkte bekommen. Ups. Ich habe 0 Naniten bekommen. Finde ich jetzt aber enttäuschend. Denn im Vergleich zum ersten Boss kann man den auch wenigstens einen Boss nennen. Ah, hier ist offen.
Oder war das noch nicht alles? Ah, das war ja klar. Wo ist der? Wow, Kollege. Harte Sicherheit. Laden wir mal unsere Energie auf. Komm, komm. Ich glaube, bei diesen Gefäßen. War ja klar, dass diese Scheiße wieder kommt. 18.000! Gut, ich muss sagen, dieser Wächter, also der zweite Wächter, kann ich einfacher wie der erste oben. So, jetzt sammeln wir hier alles ein. Okay. Oh mein Gott. Mann, ey, wie soll man denn hier einen Überblick behalten? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Ah, jetzt sind wir hier im Kreis gelaufen. Okay. Hier kommt ein neuer Bereich. Oh, was bist denn du? Ey, komm.
Was ist das für eine Scheiße hier? Ey, ich will da jetzt nicht lang. Ich möchte zuerst zum Schiff. Moment, gibt es hier noch einen Weg? Nein. So, hier war der Bus. Ah, da hinten geht eine Leiter, Treppe hoch. Oh, da dürfte man auch keinen Kopf größer sein. Ah, sehr schön. War die letzte Tür. Dann auf zum Schiff. Oh, was haben wir denn hier? Aber hierfür muss man den Boss wieder töten, ne? Hm, man könnte ja... Ah, die geben sogar 2 Punkte auf die Technologie. Ja, vielleicht mag ich das mal noch, den Boss da 2-mal töten, um diese Sachen zu bekommen. So, den Helm können wir auch verbessern. Ist jetzt nur die Frage, Technologie. Erhöht die Ausdauerpunkte. Oh. Das Ding stellen wir uns her. Der Schild. Da fehlt uns noch ein Gegenstand. Sollen wir warten, bis wir noch das eine Item bekommen, oder sollen wir uns die Beine herstellen? Ich würde sagen, wir stellen uns erstmal diese Handschuhe her. So, dann das Schild. Das Schild, Schild. Hier ist das Schild. So, haben wir jetzt einen Punkt bei Reviana weniger. Ach so, die Handschuhe. Ja, alles, was wir ja neu herstellen. Wird ja automatisch
abgelegt. So, dann den Kopf verbessern wir dann auch. Ah, eine Robustheit. Gut, dann machen wir Schluss. Noch einmal teleportieren, damit es gespeichert ist für das nächste Mal direkt. So, und dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben.